Hallo Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und ich rede gern über alles, was mit Aquarien zu tun hat. Heute gibt es ein weiteres Update zu unserem 600 Liter XXL Aquascape. Es hat sich so einiges getan, es sind immer mehr Fische eingezogen. Die Entwicklungen sind mehr oder minder spannend. Ich finde ja eher mehr spannend, aber das könnt ihr dann gerne selbst beurteilen. Und lasst mich auch gerne wissen unten in den Kommentaren. Ich freue mich da immer über regen Austausch. Finde das eine coole Sache. So können wir auch mit euch kommunizieren, auch wenn ihr nicht jeden Tag im Laden vorbeikommen könnt. Ich erzähle euch mal so ein wenig, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist und wir zeigen es euch natürlich auch. Also das Aquarium läuft jetzt so nach, wir haben gerade gerätselt, aber circa 2 Monaten seit der Bepflanzung. Also davor war ja schon Darkstart-Phase, aber die rechne ich da jetzt nicht mit. Und ich habe peu à peu, so wie ich das auch jedem empfehlen kann, Fische eingesetzt. Und insgesamt habe ich jetzt rote Neons, Schmucksalmler, rote Hexenwälse, Garnelen natürlich, also ich habe sowohl die Amano-Garnelen als auch die Sulawesi-Inlandsgarnelen eingesetzt. Schmetterlingsbuntbarsche, da gibt es auch noch eine kleine Anekdote, sind nämlich mega viele, sind jetzt insgesamt ein bisschen was über 50 Stück, also kann ich euch nicht empfehlen. Ich sage aber gleich, warum da so viele drinnen schwimmen. Und zwar war das so, ich habe einen mega motivierten Kunden, den Gerhard, also Gerhard, falls du das siehst, Grüße. Der macht was, das finde ich ganz, ganz toll, der züchtet nämlich Schmetterlingsbuntbarsche. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die meisten Schmetterlingsbuntbarsche aus Nachzucht kommen von einer großen Farm und dort werden die Eier immer abgesaugt und das steigert die Produktivität. Aber das führt auch immer dazu, dass die jungen Tiere, die selber keine Brutpflege erlebt haben, selbst die Brutpflege nicht so gut beherrschen. Und ich, also das ist kein Riesendrama, muss man ehrlich sein, aber ich finde es immer schön, wenn Tiere all ihre Verhaltensweisen ausleben können und das auch in der Zucht. Und der Gerhard, der züchtet die eben so, wie es die Natur vorgesehen hat. Also die Eltern pflegen die Eier und dann auch die Jungfische und er separiert die Jungfische erst, wenn das im Aquarium problematisch wird. Und weil das richtig gut funktioniert beim Gerhard, ging ihm der Platz aus. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt ein riesen Aquarium hier frei und ich habe jetzt insgesamt, ich bin gar nicht sicher, ob es jetzt 2 oder 3 Generationen sind hier, und das waren eben knapp über 50 Fische. Wir zeigen euch die gleich, ein paar davon sind schon mega prächtig, also die sind noch immer sehr jung, also juvenil sagt man dazu, aber die zeigen schon Prachtfärbung und auch schon erstes Balzverhalten, also die sind noch ein klein wenig frühreif, aber die wollen schon demnächst loslegen. Und ich bin einfach mega happy, so tolle Nachzuchtfische, lokale Nachzuchtfische in so toller Qualität hier zu haben, macht mir selbst immer große Freude. Also falls ihr zurzeit auf der Suche seid nach Schmetterlingsbuntbarschen, ich hätte noch ein paar abzugeben. Tja, was ist ansonsten passiert? Die Pflanzen sind ganz gut gewachsen, es gibt auch schon die ersten Algenproblemchen. Das hält sich aber in Grenzen, also wir können es eh ganz gut sehen. Ich habe die Scheiben noch nicht geputzt, heute steht noch Wasserwechsel an. Das glaube ich, das werden wir gleich zusammen erledigen. Aber an den Scheiben wächst so ein bisschen grüner Belag, ist zum Teil so kleine Pünktchen, zum Teil so ganz kurze Fadenalgen. Ist ganz interessant, das wächst nämlich nicht so sehr im oberen Bereich des Aquariums, sondern eher im unteren Bereich. Da kann ich noch nicht so richtig sagen, warum das jetzt so ist. Traditionell ist es bei uns eher umgekehrt, dass nahe der Lichtquelle zuerst die Algen auftauchen, aber jedes Aquarium ist dann ein klein wenig anders. Auch auf den Steinen haben wir schon so ein bisschen Belege, auch vor allem im unteren Bereich, da zeichnet sich ein Muster ab, ist aber halb so schlimm, das werde ich einfach so schmutzig lassen, weil die Garnelen und die Schnecken, die werden sich darum kümmern. Ansonsten wachsen die Pflanzen schon ganz gut an. Speziell der Bolbitis hat mich überrascht, also der Kongo-Farn, der hat schon mega viele neue Blätter und die richten sich auch schon so toll aus. Ich finde, der hat eine wunderschöne Wuchsform. Auch die Anubias in den Steinspalten sind mega schön gewachsen. Die fangen jetzt wirklich an, alle Spalten, in die ich sie eingeklemmt habe, auszufüllen mit den neuen Blättern. Und jetzt bekommt es diesen natürlichen Look, den ich so sehr liebe. Im Hintergrund sind diese großen seetangartigen Blätter, das ist der Aponogeton Longiplumosus, und der hat so schmale oder relativ schmale gerüschte Blätter und die werden ewig lang, also die werden mal gut 1 Meter oder 1,50 Meter lang,
Und das sieht man jetzt auch schon ganz gut, dass auf der linken Seite ist er schon an der Oberfläche und sie wabern schon so wunderschön an der Wasseroberfläche. Da fangen auch schon die ersten Blätter an, wieder abzusterben. Ich denke, das ist ein relativ normaler Lebenszeitraum für diese Blätter. Jetzt sind halt ein, zwei Blätter drauf, die ich heute abnehmen werde. Ich glaube, das ist bei der Pflanze eine ganz normale Sache. Zumindest beobachten wir das in den Aquarien eigentlich immer. Bei manchen Aquarien sind es mehr Blätter, die hässlich werden, und in anderen Aquarien sind es ein bisschen weniger, aber es ist ganz halb so schlimm. Auch die Echinodorus, also besonders die großen Pflanzen, die wir eingesetzt haben, die Echinodorus pallifolius war das ja, diese Mutterstöcke, beeindruckend riesige Pflanzportionen, die da geliefert worden sind von Tropica. Die haben auch schon kräftig Rückschnitt erlebt. Ich denke auch heute, wenn wir den Deckel lüften, sind wieder ein paar Blätter fällig. Die Pflanze ist einfach unglaublich potent, also der Wuchs ist wirklich zügig. Jeden Tag kommen da gefühlt neue Blätter raus und eins ist größer als das andere. Da schneide ich eigentlich bei jedem Wasserwechsel schon ein paar weg. Wird auch heute wieder so sein. Aber auch die kleineren Echis, da haben wir ja den Echinodorus Ocelot eingesetzt. Oder war es der Ocelot Green? Müsst ihr im Bepflanzungsvideo nachschauen. Auch der macht wirklich viel Neuaustrieb. Ich habe jetzt gesehen, da sind ein paar Blätter mit so Verkrüppelungen dabei. Ich denke, das liegt daran, dass die Pflanze schon zu dicht steht, aber auch da würde ich mich gern über euer Feedback freuen. Vielleicht hat der ein oder andere eine Idee, woran das liegen könnte. So richtig sicher bin ich mir da nämlich nicht. Es sind nur ganz wenige Blätter betroffen. Andere wachsen wieder total vital. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil es eine strömungsreiche Zone ist dort, oder vielleicht sind es auch Fische, die da irgendwie dran rumnuckeln und deswegen die Blätter in diesem frühen Stadium beschädigen und dann später, wenn die ausreifen, wenn die groß werden, dass es dann zu diesen Verkrüppelungen an den Blättern führt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ansonsten, die Wasserkelche, also die Kryptokerinen, wachsen richtig gut. Vor allem hat mich überrascht, wie gut der Vordergrund sich entwickelt. Also die Kryptokerine Pava habe ich da gesetzt, das ist der kleinste aller Wasserkelche. Und weil es ein großes Aquarium ist, habe ich richtig viele reingesetzt. Also jeder Busch, den ihr da sehen könnt, war ein Topf. Also das waren wirklich viele Portionen. Aber auch die Albida Brown, die ja doch als eher anspruchsvolle Kryptokerine gilt, habe ich einfach in den Sandbereich eingesetzt. Und Leute, die entwickeln sich mega gut. Schauen natürlich ein bisschen mangelig aus. Also die haben wenig Nährstoffe zur Verfügung, das sieht man auch. Die Blätter sind ein wenig heller als normal. Aber trotzdem haben sie wirklich viel Neuaustrieb. Also sowohl die Albida als auch die Pava haben sich, würde ich sagen, verdoppelt in der Zeit jetzt. Finde ich super. Und im Hintergrund sitzen ja größere Sorten, da habe ich die Venti Green und die Venti Tropica verwendet. Die hat man direkt nach dem Einsetzen gar nicht gesehen, da waren die einfach unsichtbar hinter den Wurzeln versteckt. Und jetzt wachsen sie schon gute 5 bis 10 cm überhalb des Hardscapes, also sind die Pflanzen bestimmt schon 25 oder 30 cm hoch und üppig dicht gewachsen. Wunderschöne Pflanzen, also ich bin ein großer Fan von Kryptokerinen. Die sind einfach und wunderschön, die machen immer Freude. Ansonsten gibt es auch mal ein bisschen schlechte News. Und zwar die Anubias gracilis, diese wunderschöne Anubia mit den dreieckigen Blättern, die ist komplett verschwunden. Also ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, warum, aber es ist kein einziges Pflänzchen mehr da davon. Die haben sich so nach und nach aufgelöst, die Blätter selber waren schön, aber die Rhizome wurden dunkel und sind, ja, sacchariert, sagt man dazu, also wurden so aufgelöst. Das kenne ich normalerweise nur, wenn der Bakterienbelag vom Holz Kontakt zu den Pflanzen hat, und dann passiert das ganz gern. Bei einem Darkstar-Aquarium ist das jetzt das erste Mal, dass ich diese Probleme hatte. Shit happens, würde ich sagen. Ist halt super ärgerlich, weil es richtig schöne Pflanzen sind. Ich denke, ich werde das einfach nochmal probieren. Genau das Gleiche denke ich über die Bucephalandra. Da habe ich schon in den Kommentaren gelesen, die fehlen ein paar Leuten, weil ich ja im Bepflanzungsvideo auch davon gesprochen habe. Ich war mir dann nämlich unsicher, ob es wirklich eine gute Idee ist, so viele Pflanzen gleich auf die Wurzeln raufzustecken. Deswegen haben wir die Bucephalandra dann gar nicht in das Aquarium gesteckt. Das werden wir noch nachholen, aber ich bin mir dann noch nicht sicher, welche Sorte. Auch da habt ihr Tipps, dann nehme ich die dankend an. Am liebsten werden wir ehrlich gesagt Buzen, die man von einer Gärtnerei bekommt, also Dennerle, Tropica und Aquaart, das sind so unsere Lieferanten. Ich finde ja die Tropica Bucephalandra Kedergang eigentlich einer der allerschönsten Sorten. Aber wie gesagt, ich freue mich da über euer Feedback und dann setzen wir noch ein paar Buzen nach. Ach ja, und noch ein Kommentar habe ich gelesen, fand ich super spannend, da habe ich wieder was dazu gelernt.
Und zwar ging es da um die Anubias Caffifolia. Da habe ich ja im Bepflanzungsvideo gesagt, dass es um die braune Farbe vom Triebblatt geht und dass das deswegen Ähnlichkeit mit Kaffee hat und dass sie deshalb ihren Namen trägt. Aber nein, hat er geschrieben, das liegt an der Blattform, weil das halt aussieht wie das Laub vom Kaffeebaum, Strauch. Ich denke, es ist ein Baum. Also diese sind ja so tief gerippte Blätter und das sieht halt wirklich aus wie Kaffeelaub. Ich habe es vorher gerade gegoogelt. Hast natürlich recht. Danke für deine Weisheit. Wieder was gelernt. Ansonsten Temperatur habe ich nichts verändert. Wir haben jetzt 26,5 im Aquarium. Durch die jungen Schmetterlingsbuntbarsche würde ich es jetzt aber gerne ein bisschen wärmer machen, weil es sind ein paar Tiere dabei, die sind noch sehr klein. Also die sind so 2,5 cm circa. Und da profitieren die Tiere deutlich von wärmerem Wasser und ist gleich ein guter Grund, den Heizstab ein bisschen länger glühen zu lassen. Deshalb werden wir heute auch die Temperatur mal auf 27,5 oder 28 Grad raufdrehen. Das sollte für die anderen Bewohner auch unproblematisch sein und die Pflanzen machen das mit Leichtigkeit mit. Weil wir jetzt schon über Fische und warmes Wasser reden, liegt es ja auch nahe, dass wir mal wieder über die Diskusfische reden. Tja, da habe ich keine richtig guten News. Also weiterhin bin ich auf der Suche. Ich habe auch heute in der Früh wieder mit einem Züchter telefoniert. Aber es ist gar nicht so leicht, Fische aufzutreiben, die gezüchtet werden, wie sie auch später gehalten werden. Nämlich mit Bodengrund, auch vielleicht mit Bepflanzung. Das ist natürlich für den Züchter deutlich mehr Aufwand und er bekommt dabei deutlich weniger Tiere raus. Deswegen, ich kann das schon verstehen, dass nicht jeder Züchter das so macht. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass ich zumindest den ein oder anderen Züchter entdecke, der seine Diskusfische traditionell heranwachsen lässt, also mit Boden und mit Bepflanzung. Und jetzt wird's einfach immer wahrscheinlicher, dass ich keine grünen Diskus bekomme für das Aquarium. Also falls auch hier wer unter euch ist, der die selber vermehrt oder wen kennt, dann bitte kontaktiert mich. Würde mich freuen, wenn wir das noch irgendwie hinkriegen. Zurzeit bin ich ein klein wenig frustriert, was das Thema angeht. Ich meine, es gibt viele schöne Fische, aber ich hätte schon gerne Diskusfische. Also ich hoffe, wir werden da noch fündig. Notfalls müssen wir uns um Alternativen umsehen. Vielleicht habt ihr auch da Ideen. Also ich habe schon gedacht, einfach ein paar größere Salmler. Gibt es ja auch einen ganzen Haufen, der da in Frage kommt. Oder andere Cichliden, kleine Skalare. Da gibt es Möglichkeiten noch und nöcher. Aber auch da, lasst uns einfach drüber reden. Ich freue mich auf eure Kommentare. Kommt bestimmt was Gutes dabei raus. Leute, ich habe auf eine ganz wichtige Sache vergessen. Auf eine Fischart. Hat auch einen Grund. Die sind nämlich mega scheu. Da bin ich total überfragt. Hatte ich noch nie diese Thematik. Und zwar geht es um Corydoras sterbei, also der Orangeflossenpanzerwels. Sind jetzt Tiere aus deutscher Nachzucht. Also sollten eigentlich gewohnt sein, dass sich vor dem Aquarium was tut. Aber leider kann man sie nicht sehen. Ich habe eine große Gruppe reingesetzt, 25 Stück. Sind auch schon nahezu adult, also sind schon relativ groß. Ich würde mal sagen so 4-4,5 cm, so die Durchschnittsgröße. Ein paar sind ein bisschen größer, ein paar sind ein bisschen kleiner. Sind wohl genährt und schön gefärbt, aber man sieht sie kaum. Also zum Futtern kommen sie manchmal ein bisschen raus. Am Abend, wenn also die Lampe macht so einen Sonnenaufgang, macht auch wieder einen Sonnenuntergang. Davon profitieren die Fische tatsächlich sehr in dem Aquarium. Also im Sonnenaufgang sieht man sie ein wenig, aber im Sonnenuntergang sieht man sie viel. Aber während der Lichtphase oder jetzt ist ja wieder mal spät abends, haben wir das Licht gerade aufgedreht, sieht man keinen einzigen der Panzerwälse. Ist für mich schon sehr auffällig. Kann ich nicht so richtig sagen, woran es liegt. Auch hier würde ich mich mal wieder über einen Tipp freuen. Das wird irgendwie ein Video, wo ich ständig um euren Rat bitte. Aber falls jetzt der ein oder andere Panzerwälz-Spezialist hier in unserem Publikum sitzt, dann vielleicht hast du ja eine Idee. Lass mich das Ganze gerne wissen, weil ich würde meinen Panzerwelsen gerne ihre Scheu aberziehen. Außerdem würde ich sie echt gerne mal sehen, so zwischendurch. Ist ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Jetzt haben wir schon relativ viel Theorie hinter uns, aber eine Sache würde ich noch gerne besprechen, und zwar die Beleuchtung. Wir haben ja zweimal die Daytime-Matrix-Lichtbalken in Verwendung. Richtig viele Module eingebaut, 24 Stück von den RGB-Modulen. Also
Das mit der Namensgebung ist ein bisschen verwirrend bei Daytime für mich, muss ich sagen. Die heißen Sunlike Color, sind RGBW, also mit weißen LEDs. Ist ein ganz cooles System, man kann die Module einbauen, wie man will, und also die Platzierung und auch die Anzahl bleibt dann euch überlassen. Wir haben hier ziemlich vollgeballert, weil ich ja flächig hell wollte. Beide Balken sind jetzt leicht nach hinten versetzt, weil da vorne so gut wie keine Pflanzen wachsen. Ich habe auch schon mit der App ein bisschen rumgespielt. Ich muss sagen, ich bin nicht besonders affin, was diese ganze Handy-Anbindungsgedöns angeht. Aber was mir hier schon aufgefallen ist, weil wir haben ein paar Lampen in Verwendung, die sowas machen, und immer wieder spinnen die Apps von den Lampen rum, irgendwas will nicht laden oder Verbindungsfehler oder so. Und mit diesem SC20-Controller von Daytime haben wir dieses Problem nie. Man loggt sich in dem über das WLAN ein und dann über den Browser kann man alles einstellen, was man mag. Das finde ich ganz geil, ist ein zuverlässiges System. Ich hatte dann noch nie ein Verbindungsproblem oder irgendwelche Fehlercodes, weil das schon ein paar Mal passiert ist, ja. Aber bei der Daytime-Leuchte ist das bis jetzt echt vorzüglich. Finde ich mal sehr angenehm, das so eine Abwechslung auch zu erleben. Ansonsten kann ich euch bis jetzt auch nur durchwegs Positives berichten. Ich habe an den Farben der Leuchte nichts verstellt, also es läuft einfach alles auf 100%. Die Farbwiedergabe gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt so einen leichten Farbdrall. Auf 100% finde ich, ist die Leuchte so ein bisschen, ja, rosa. Das kann man der Leuchte aber relativ leicht aberziehen, wenn man daran einstellt. Mir gefällt die Farbe so aber sehr, sehr gut. Ich finde, das betont auch den Sand und die Wurzeln, und der Kontrast zwischen Braun- und Grüntönen wird dadurch nochmal ein bisschen kräftiger und die Fische schauen ganz fabulös aus. Der Samuel und ich, wir saßen gerade vorhin noch da und haben die Neonsalmler bewundert. Das sind einfach irrsinnig schöne Fische. Also, sorry, die roten Neons meine ich natürlich. Das sind unglaublich schöne Fische und ich kann echt verstehen, warum die zum Aquarium-Klassiker geworden sind. Jetzt aber genug der grauen Theorie. Jetzt kümmern wir uns um den Wasserwechsel. So wie immer, Step 1, Filter abdrehen, beide Hähne zu. Ich denke, wir machen auch gleich die Vorfilter. Die pressen wir gleich aus. Erstmal Filter abdrehen und die Scheiben putzen und dann ein bisschen Mulm aufwirbeln und Wasser ablassen. Ich habe jetzt alles hergerichtet. Und jetzt ist die große Frage, was braucht man zum Wasserwechsel eines Riesenaquariums? Ja, gar nicht so viel anderes, das gleiche wie immer. Ein Schwämmchen zum Scheiben sauber machen. Das zeige ich euch gleich. Ein paar Kübel, wichtig. Ein Handtuch, wichtig. Schlauch. Und bei allen hohen Aquarien, also das hier hat 65 cm und ich komme da nicht so gut runter, meine Hände sind einfach nicht lang genug, kann ich euch echt diese Eheim-Rohre empfehlen. Da gibt es in allen möglichen Durchmessern, also 9,12, 12,16, 16,22. Und die kann man dann einfach auf den Schlauch draufstecken. Und dann saugt man das Wasser genau dort ab, wo man es absaugen will. Finde ich mega praktisch. Und in dem Fall, weil ich mir keinen Bandscheibenvorfall einfangen will, habe ich einen langen Schlauch, der bis nach hinten zum Klo liegt. Und für den brauche ich dieses Teilchen, das ist nämlich mein Ansaugschutz. Und bevor wir loslegen mit dem Wasser ablassen, wird natürlich die Scheibe geputzt. Ich brauche noch ein Handtuch. Danke. Ganz neu bei uns im Shop. Tropical Life Handtücher. Mega kuschelig. Spaß beiseite, ihr könnt natürlich jedes Handtuch nehmen, das euch gefällt. Mir gefällt das hier, da ist ein Java-Fahne drauf. Ich mag Java-Fahne. Also, Schritt Nummer 1, Filter zudrehen und erstmal die Scheiben putzen. Ein paar Echinodorus-Blätter gehören auch entfernt. Die wachsen zum Teil raus und verbrutzeln dann an der Lampe. Aber ein paar sind doch einfach schon alt und ich glaube, das waren noch die, die beim Topf dabei waren. Die nehme ich jetzt auch nach und nach ab. Ich finde, das geht am besten mit den Händen. Da unten sehe ich gar nicht hin und dann kann man mit den Fingern am besten fühlen, wo die Blätter sind. Und dann reißt man die einfach raus. Krass, wie lang die Stielchen sind, oder? Tja, Leute, und da hier sind die
verkrüppelten Blätter zu sehen. Ich nehme da auch mal eins raus, dann kann ich euch das besser zeigen. Also das Blatt ist jetzt nicht so stark betroffen, aber man kann sie auch sehen, so Deformationen. Und ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Ich denke, die Pflanzen stehen ein bisschen zu dicht. Und deswegen werden die Blätter, wenn sie noch jung sind, noch nicht ausgereift, irgendwo angedrückt quasi und werden dann halt so groß. Ich nehme die jetzt auf jeden Fall raus und werde ein paar mehr Echinodorus-Blätter entfernen, damit hier hinten wieder ein bisschen Platz entsteht. Und hoffe dann, dass das mit den verkrüppelten Blättern einfach wieder aufhört. So, genug gegärtnert für heute. Ich habe jetzt mehr Blätter entfernt, als ich dachte, ehrlich gesagt. Also Echinodorus vor allem, aber auch ein paar Bolbitis-Blätter habe ich gleich rausgezupft, ein bisschen Cryptocarine und Wurzeln. Vorne im Sandbereich haben wir Wurzeln entdeckt, die dürften hinten von den Echinodorus sein. Das ist echt krass. Krasses Unkraut einfach. Ich fange jetzt mal an mit dem Wasser ablassen. Einerseits einfach auf der einen Seite mit dem Schlauch, aber vor allem in der Mitte will ich dann auch mit meinem Stäbchen ein bisschen den Mulm absaugen, weil es gibt schon, dank den Fischen, relativ viel Mulm und ich bin kein großer Freund davon. Ich saug das lieber ab. Wieder der Ansaugtrick für alle, die den noch nicht kennen. Die andere Seite des Schlauchs steckt ja im Klo. Dort will ich nicht unbedingt ansaugen. Einfach den Schlauch unter Wasser halten, Daumen drauf, über die Kante führen und loslassen und schon saugt er an. Und damit er keine Fische ansaugt, habe ich so einen Ansaugschutz. Jetzt, bevor ich den Mulm absaug, werde ich mit der Wedeltaktik, ihr wisst schon, das geht am besten mit der rechten oder linken Hand, einfach ein bisschen durchwedeln und dann die Partikel so gut wie es geht absaugen. Der Wasserwechsel war fast schon ein bisschen langweilig. Alles sieht ja, so in etwa aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Mulm ist noch kein großes Thema, aber es ist schon ein bisschen was da. Ich habe ja so wie immer viele Fische im Einsatz. Das Aquarium läuft jetzt schon wieder voll. Also wir haben, ja, was haben wir denn gewechselt? So 30% oder sowas, vielleicht ein bisschen mehr. Ich würde mir jetzt noch gerne die Vorfilter anschauen. Ich habe ja wieder die Oase Biomaster in der Thermoversion. Die haben ja diese fetten Vorfilterteile. Da schaue ich jetzt mal rein. Ich denke nämlich, dass hier auch schon ein bisschen Säuberungsbedarf da ist. Dazu lasse ich jetzt nochmal einen Kübel Wasser runter und dann putzen wir die Dinger mal durch. Ah, gut. Halb so wild. Ja, zugegeben, das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Da schenke ich mir den zweiten. Formen wir den wieder zusammen. So, und jetzt, während das Aquarium schön langsam wieder voll plätschert, würde ich sagen, ziehen wir das Video nicht künstlich in die Länge. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.